Du Flo, was machen wir heute Abend? Dasselbe wie jeden Abend, Lela. Wir versuchen, die Weltherrschaft an uns zu reißen. Och nee, dazu bin ich zu müde. Okay, dann lass uns stattdessen über Bücher reden. Drei, zwei, eins, Start. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Delas Ostercast. Ich habe mich heute wieder mit dem Flo, hallo Flo, versammelt. Hallo Dela. Um mit euch wieder eine kleine Runde über Bücher zu reden. Wir haben mittlerweile Mitte, Ende August und da dachten wir, wäre jetzt der geeignete Zeitpunkt wieder gekommen, um über die monatlichen Bücher eine kleine Bilanz zu ziehen. Bevor wir das aber machen, Flo, wie ist es dir denn diesen Monat so ergangen, seit wir uns das letzte Mal gesprochen haben? Ich dachte tatsächlich, wir müssen ein bisschen verschieben, weil ich doch so nach unserer letzten Sendung kaum zum Lesen gekommen bin. Das hat sich in den letzten drei Wochen dann doch zum Glück wieder geändert und ich habe jetzt doch schon wieder einen beachtlichen Stapel hier stehen. Das ist sehr gut. Ja, bei mir auch. Ich habe zwar momentan sehr viele Reihen, deswegen habe ich so nicht so viele Einzelbücher momentan gelesen. Aber es ist doch schon wieder ganz viel, dass man drüber reden kann. Und ja, ansonsten, bevor wir richtig über die Bücher reden, ein paar ganz kurze technische Sachen. Erstens, ich habe den Delas Ostercast ein bisschen umgebaut. Entschuldige mich auch für bei allen, die letztens Probleme mit der Seite hatten. Da hat die Domain irgendwelche Bauchschmerzen gehabt. Das ist aber jetzt wieder erledigt. Das heißt, die Seite und der Feed müssten eigentlich wieder rundlaufen, wie das sich gehört. Ansonsten habe ich ein bisschen auf Goodreads und auf der Delas Ostercast-Seite aufgeräumt. Das heißt, ihr seht jetzt nicht nur, was ich so lese. Die Rezension, die ich schreibe, hat sowieso kein Mensch gelesen, deswegen habe ich die jetzt rausgeschmissen und habe quasi nur noch meine Listen da drin. Wenn ihr meine Meinungen zu Büchern hören wollt, dann hört einfach in die Buchclub-Folgen rein. Die werde ich auch immer einzeln verlinken, damit ihr die auf einen Anhieb finden könnt. Oder fragt. Oder fragt einfach, genau. Ansonsten könnt ihr auch gerne die Dela... Ich kenne meinen eigenen Hashtag nicht. Delateratur folgen auf Twitter, dem Hashtag. Denn da kommentiere ich quasi live, was mir gerade so auf den Sack geht und was nicht. Ansonsten wollte ich mich ganz, 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 ganz herzlich beim lieben Obermann bedanken. Der hat mir nämlich eine Audiopostkarte geschickt. Und die spiele ich euch jetzt kurz ein. Hallo Dela, hier ist der Christian, der Obermann. Für dich eine Audio-Ansichtskarte aus dem Urlaub. Urlaub, naja, es ist eher so ein Familienbesuch. Ich glaube, bei dir war es kürzlich auch ähnlich. Aber ich bin weit weg von zu Hause, nämlich in Südfrankreich. Dort ist einer meiner Söhne hingezogen, und zwar genau nach Toulouse. Also das ist kurz vor den Pyrenäen in Südfrankreich. Und ich kann also jetzt hier nicht von platschenden Wellen oder sonst irgendwas berichten, wie es sonst immer in meinen Audioansichtskarten ist, sondern ich liege in meinem Wohnwagen. Der Wohnwagen ist dabei. Und dieser Wohnwagen steht ganz profan in der Garageneinfahrt hier am Haus. Und da machen wir jetzt einige Tage Besuch. Die Enkel sind da, freut sich auch über den Wohnwagen. Der Größere, der schon 4 ist, dem haben wir ein Zelt aufgebaut auf der Wiese. Und da hat das erste Mal in seinem Leben in einem Zelt geschlafen. Klappt super. Das heißt, ein nächster Camper ist herangezogen. Und nächste Woche haben wir dann vor, alle zusammen ungefähr eine Stunde von hier entfernt auf einen schönen Campingplatz zu gehen. Wiederum auch nicht am Meer. Am Meer ist es zu voll, zu teuer. Und ich traue mich auch mit meinem Finger da noch nicht ins Wasser. Aber wir gehen eben auf einen schönen Campingplatz, da kann man Bogen schießen, da gibt es einen Pool für die Kinder, natürlich auch für die Erwachsenen. Da kann ich ein bisschen geregelt reingehen, ohne tosende Wellen und all diese Dinge. Das wird also ganz schön. Ja, früher bin ich schon öfters in Frankreich gewesen, aber ich erlebe es jetzt tatsächlich mehr oder weniger erstmals bewusst, indem ich in Einkaufsgeschäfte zum Beispiel gehe, mir fällt auf, die Supermärkte sind hier auch wieder noch viel, viel größer als in Deutschland. Andersrum, ich glaube, in Deutschland sind die Supermärkte alle ziemlich klein.
Es ist unfassbar riesig. Und mir kommt immer dieses Leben wie Gott in Frankreich in den Kopf. Was da alles an Produkten, an frischen Produkten, vor allem Fisch, aber auch die ganzen Fleischsorten, die ganzen Käsesorten. Es ist unglaublich. Es ist absolut Schlaraffenland und man weiß gar nicht, was man als erstes kaufen kann. Muss an den meisten Dingen vorbeigehen. Also das fällt hier auf in Frankreich. Eine Spezialität gibt es hier in Toulouse. Das ist eine besondere rohe Bratwurst. Bratwürsten müsstest du dich eigentlich auch ganz gut auskennen. Ja, eine rohe Bratwurst, die aber zur Hälfte aus Entenfleisch ist. Die wird morgen auf den Grill kommen. Ich bin schon sehr gespannt, wie das schmeckt. Bin ja großer Bratwurst-Fan und da freue ich mich schon drauf. Was noch auffällt, Bargeld hier in Frankreich fast gar nicht mehr im Einsatz. Alles geht mit Kreditkarte, meistens kontaktloses Bezahlen oder Bezahlen über Handy. Funktioniert alles immer sehr super, ist sehr angenehm. Ich glaube, da sind die auch schon einen Schritt weiter als hier in Deutschland. Ich weiß, die Bargeldverfechter werden da anderer Meinung sein, aber ich finde es sehr übersichtlich und praktisch, alles nur noch mit dem Handy bezahlen zu können. Mein Sohn berichtet auch, dass er über eine App seinen Einkauf bestellt, bei einem nahegelegenen Abholsupermarkt. Da kann man also gar nicht mehr reingehen. Da sind draußen nur noch lauter Abholstellen. Das heißt, zu Hause tippen sie über die App ein, was sie einkaufen möchten. Und in der App ist auch nur alles das freigeschaltet, was tatsächlich auch momentan vor Ort ist. So, dann tippt er die Bestellung ein, gibt an, wann er dort sein wird. Dann trifft er dort ein. Wahrscheinlich steht auf der App, dass er an den Schalter so und so kommen soll. Dort kommt ein Mitarbeiter raus und hilft ihm dann, die Lebensmittel in seine eigenen Tüten einzupacken. Also du bekommst hier nicht 1000 Plastiktüten, Plastik ist verpönt, sondern es wird dann aus diesem Korb des Mitarbeiters in dein Auto oder in deine Taschen reingeladen und dann fährst du wieder nach Hause. Ein sehr interessantes Konzept, was ich so in Deutschland noch nicht gesehen habe. So, soll es nicht zu lange werden. Ich hoffe, du lässt es dir auch weiterhin gut gehen. Das ist eine Audioansichtskarte aus meinem Urlaub. Übrigens das Auswahlkriterium wieder auch so wie in den letzten Jahren. Die Personal Podcasts, die gerade in meinem Podcatcher sind oder auch noch über WLAN landen, denen versuche ich eine Audioansichtskarte zu schicken, denn ich kann unmöglich allen eine schicken. Also diejenigen, die keine bekommen haben, seid bitte nicht böse. Ich kann es eben nur so machen, dass ich sage, wer zufällig gerade im Podcatcher ist und eine Folge hat, die ich dann auch anhöre, hier im Urlaub, soweit es geht, den schicke ich auch eine Audioansichtskarte. Aber alle anderen sind mir auch sehr herzlich lieb und teuer. Sei du herzlich gegrüßt, liebe Dela und alle anderen Podcast-Hörerinnen und Podcaster. Ciao aus Frankreich, der Obermann. Ganz, ganz vielen Dank, liebe Christian. Ich habe mich ganz doll gefreut und Wurst. Eigentlich müssen wir echt mal wieder eine Wurstverkostung machen. Bin ich sehr dafür. Also, ganz vielen Dank. Hab mich riesig gefreut über deine Ansichtspostkarte. Und im nächsten Urlaub kriegst du auch wieder eine von mir. So, Flo, es ist August, es ist warm. Was haben wir so gemacht? Also, ich weiß nicht, was du gemacht hast. Ich habe, wenn es möglich war, in der Ecke gelegen und gelesen. Und geweint. Ja. Ich versuche es zu vermeiden, weil ich lese ja auf Papier und das passt nicht so gut. Das wird so weich und quillt auf. Und, ja. Wie würdest du diesen Monat bewerten? Ich habe dieses Jahr echt relativ viel Scheiße dabei gehabt. Ich hatte diesen Monat tatsächlich auch einiges dabei, was jetzt nicht so toll war und auch ein paar Bücher abgebrochen. Eigentlich will ich über die gar nicht so viel reden. Ich komme aber auch nachher noch so zu ein, zwei, die mir so nicht wirklich zugesagt haben. Aber ich hatte auch tatsächlich ja, zwei, drei richtige Highlights diesen Monat. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir doch mal an und reden darüber. Ich weiß, dass ich in der letzten Folge damit geendet habe, dass ich erwähnt habe, ich hätte eine neue Buchreihe angefangen, nämlich die Moving-In-Reihe von Ron Ripley. Ich konnte dazu dem ersten Buch noch nicht viel sagen, weil ich es gerade erst angefangen hatte. Es hatte sich aber damals schon ganz gut angelassen. Und das ist auch das erste Buch, über das ich heute richtig in Ruhe reden will. Denn es ist eine sehr, sehr, sehr schöne, relativ klassische, entspannte Geistergeschichte, die aber eben nicht so dieses Viktorianische hat, sondern schon durchaus modern.
aber ohne diesen üblichen, er tippte auf seinen Blackberry-Kram und so weiter, sondern eben auch mit einer gewissen Portion zeitgemäßen Humor. Also an diesem ersten Roman aus der Reihe, Moving In heißt der direkt, habe ich sehr, sehr viel Spaß gehabt, weil es eben wirklich viel zu wenige gute Geisterromane heutzutage gibt. Ja, das ist irgendwie ein Genre, das nicht mehr so in ist. Ich verstehe es gar nicht. Ich mag eine gute Geistergeschichte eigentlich sehr. Und die Idee in diesem Buch ist halt, dass wir hier eine junge Familie haben, die in ein Haus einzieht. Dieses Haus ist ja in diverser Hinsicht besessen von diversen Geistern. Unter anderem von einem 7-jährigen jungen Geister-Arschlochkind, das halt schon zu Lebzeiten Leute terrorisiert hat, dann von seinem Papa, oder beziehungsweise von, er hat dann seine Eltern umgebracht und wurde dann von Opa an die Kette gelegt. Letzten Endes ist auch Opa gestorben und so weiter. Und dieses 7-jährige Kind läuft dann halt als Geist weiterhin amok. Und man versucht dann halt, sich mit diversen Leuten zusammenzutun, unter anderem mit einem jungen Kerl, der eben seit seiner Kindheit Geister sehen kann, der dann eben versucht, die zu überreden, da wegzugehen oder sie zu bannen. Und es kommt dann zu ein paar diversen lustigen Kampfszenen, die auch recht nett sind. Und ja, letzten Endes schafft man es dann erstmal, sich diesen Kindergeist vom Hals zu schaffen. Man geht auch eigentlich davon aus, dass er weg ist. Aber es wird sich in den späteren Teilen herausstellen, dass das wohl nicht ganz so ist. Und so entwickelt sich dann halt aus diesem ersten Buch eine 6-teilige Reihe. Davon habe ich jetzt 3 Teile gelesen. Der 2. Teil nennt sich The Dune Walkers. Der ist ganz nett. Habe ich auch sehr viel Spaß gehabt. Fand ich sogar noch ein bisschen besser als den ersten. Auch da wieder, sie haben dann eben ihren eigenen Hausgeist besiegt und beschließen dann letztlich, dass es jetzt ja Teil ihrer Aufgabe ist, diesen Dienst an der Menschheit anderen Leuten kostenfrei oder kostengünstig anzubieten, werden also dann in andere Geisterhäuser gerufen und spielen dort Ghostbusters. Was ich ganz hübsch fand, ist, dass tatsächlich diese Geister wirklich eine eigene Geschichte haben und eben nicht nur Buhuhu machen und anderen Leuten Angst, sondern dass da teilweise viel Sehnsucht und viel Liebe und was weiß ich alles dahinter hängt, ohne unbedingt in den Kitsch abzugleiten. Das klingt tatsächlich interessant. Ich wundere mich sowieso, dass so Geistergeschichten nicht beliebter sind, weil im Kino gibt es ja in den letzten Jahren da einen ganzen Haufen. Also sei es jetzt Conjuring-Filme oder Paranormal Activity oder der ganze Scheiß. Boah, geh weg. Ja. Also ich, ganz ehrlich, ich bin bei Horrorfilmen nicht zimperlich, ne? Ich kann mir viel angucken. Aber es gibt wenige Dinge, die mich so fertig machen wie Paranormal Activity, vor allem der erste. Ja, bei dir sind Jumpscares ja auch gefährlich. Na nee, das Problem sind nicht mal die Jumpscares, das Problem ist dieses Unschuldige, da läuft diese Überwachungskamera und auf einmal steht da was anderes, als es vorher stand. Ich bin ja ein sehr systemischer Mensch und ich neige ja zur Schlafparalyse, haben wir ja schon mal ein paar Mal erklärt. Und mein einziger Trick, die Realität von der Nicht-Realität auseinanderzuhalten, ist eben, dass ich mir so Bugs in diese Scheinwelt einbaue. Eben, dass dann auf einmal der Bildschirm wo steht, wo er nicht stehen kann. Und diese Idee, dass dieser Geist dieses Zeug dann tatsächlich bewegt, hat für mein Weltbild natürlich dann entsprechende Auswirkungen. Das finde ich viel gruseliger als irgendwelche Geister, die mit Sachen werfen. Also wenn ich mich nachts bei dir reinschleichen würde und Zeug umstellen würde, würdest du irgendwann durchdrehen? Ja, davon gut, abgesehen, dass es sehr schwer ist, sich bei mir nachts irgendwo reinzuschleichen, ohne ein Messer am Kopf zu haben. Ja, gut. Wahrscheinlich bin ich eh zu faul, aber ich merke mir das mal. Ja, ich würde ganz gerne noch den 3. Teil dieser Reihe noch zu Ende bringen, dann haben wir das gleich abgeklärt. Bloß die gehören halt zusammen, deswegen wollte ich die alle in einem Schwung machen. Der 3. Teil nennt sich Middlebury Sanitarium. Und ja, was der Name halt schon sagt, es geht um eine Irrenanstalt und es gibt einen Hausmeister und einen alten Geist, der sich als der König dort fühlt, der eben seinen Hausmeister da als den Wachmann empfindet und eigentlich denkt, das sind ganz gute Freunde und so. Aber er mag es halt nicht, dass da auf einmal fremde Leute auf seinem Grundstück rumhampeln und machen und Zeug. Und nimmt dann halt gelegentlich auch mal die Insassen da weg und quält die,
ja, die Wachmannschaft und die Pfleger und so weiter. Und diverse andere Geister, die aber unter diesem König, unter diesem Geist genauso leiden wie alle anderen und die ihn auch hassen. Und es gibt halt eine ganze Hierarchie dahinter. Das Einzige, was mich wirklich stört mittlerweile an dieser Reihe ist, es werden sehr viele Fäden aufgemacht, aber es wird nicht zu Ende gedacht und nicht zu Ende erklärt. Das ist das Einzige, was mich wirklich so ein bisschen stört. Also mich hätte wirklich interessiert, warum eben in diesem dritten Buch alle sagen, dieser Watchman ist was Besonderes und so weiter. Das wird halt einfach so in den Raum gestellt, das wird aber nie erklärt, obwohl es so angedeutet wird, als würde es erklärt werden. Aber vielleicht ergibt sich das ja noch in den folgenden 6 Bänden. Was ich noch sagen will, die habe ich bis jetzt nur auf Englisch gefunden. Ich weiß nicht, ob es die auf Deutsch gibt. Aber ihr könnt die, wenn ihr Kindle Unlimited habt, könnt ihr die kostenlos lesen. Macht auf jeden Fall Spaß, ist, wie gesagt, schwierig. Ich werde sehen, wie sich es über die nächsten 3 Bände entwickelt. Aber dafür, dass es so wenig aus diesem Genre gibt, macht sehr viel Spaß. Flo, was hast du denn bis jetzt so am Anfang gelesen diesen Monats? Ja, also ich bleib mal gleich bei Wesen, die aus dem Totenreich zurückkehren. Du kennst ja mit Sicherheit The Crow, die Krähe. Mhm. Ist ja ursprünglich eine Graphic Novel, dann gibt's den Film oder besser die Filme. Es gibt diverse Comics und es gibt auch eine Fernsehserie. Muss man nicht unbedingt gesehen haben. Außer den Film, der ist okay. Der Film ist gut, ja. Und die Graphic Novel, das Original ist auch ziemlich gut. Mhm. Und dann bin ich durch puren Zufall drauf gestoßen, dass es da auch Bücher gibt. Das ist nett, das war mir nicht bekannt. Erzähl. Also ich habe 3 Bücher auf Deutsch entdeckt und eigentlich habe ich nach einem Roman von Poppy Seth Bright gesucht. Das ist ein Horrorautor, von dem ich eine Kurzgeschichte oder mehrere Kurzgeschichten gelesen hatte. Und ich habe gedacht, guckst du mal, was es von dem noch so gibt. Das ist tatsächlich der von den 3, den ich noch nicht gelesen habe. Ich habe als erstes, das war schon letzten Monat gelesen, David Bischoff, der Unsterbliche. Hier geht es um, ja, auch so einen Gothic-Horror-Autor, der ermordet wird und zurückkommt. Ist tatsächlich ein Buch, das ich abgebrochen habe, weil es so schlecht war. Okay. Stilistisch oder inhaltlich? Beides. Okay. Also es war so unfassbar klischeehaft und ich kenne mich ja doch mit der Gothic-Szene Ende der 90er so ein bisschen aus. Da war ich ja auch noch jung und hatte nur schwarz an. Also warte, weißt du, ist es jetzt anders? Jetzt bin ich nicht mehr jung. Okay. Aber ich habe mich dann diesen Monat an den 2. Roman, also die haben keine Reihenfolge, das sind alles unabhängige Geschichten, an den 2. habe ich mich dann rangetraut von Chet Williamson. Der Autor hat mir nichts gesagt und er scheint auch wirklich nur so Franchise-Romane zu schreiben. Im Sturm der Nacht heißt er. Und mit dem hatte ich tatsächlich meinen Spaß. Also es geht darum, dass so eine Neonazi-Gruppe versucht, einen Senator zu töten, indem sie eine Bombe in einem Kindergarten legt. Der soll da nämlich hin, soll den besuchen. Aha, okay. Er sagt aber kurz vorher ab und die Bombe geht trotzdem hoch, tötet 2 Erzieherinnen und 10 Kinder. Und eine der Erzieherinnen kehrt dann halt mit Hilfe der Krähe zurück und rächt sich. Klar, die Geschichte ist dann so, wie die Geschichte bei The Crow halt ist. Aber sie hat doch ein paar interessante Twists auch. Also es kommt ein Polizist vor, der schon von seinen Großeltern die Geschichte der Krähe gehört hat, weil seine Großeltern als Juden im 2. Weltkrieg in Prag waren. Und da wird halt so die Krähe und der Golem-Mythos so ein bisschen vermischt. Und es gibt auch ein paar interessante Szenen. Zum Beispiel bei so einem Neonazi-Konzert legt diese zurückgekehrte Kindergärtnerin mal Strom an und bringt viele Leute um. Hübsch, klingt nach Carrie. Ja, leider bringt sie dabei auch ein Kind um. Und das stürzt sie natürlich dann in eine große moralische Krise. Das war tatsächlich mehr, als ich von dem Buch erwartet habe. Mhm. Aber es hat mir echt Spaß gemacht. Ich bin gespannt jetzt auf den 3. Den werde ich dann mir auch demnächst mal vorknüpfen. Und der 3. ist wieder von einem ganz anderen Autor oder wieder von selbst? Das ist dann von Poppy Seth Bright. Und ja,
ich habe bis jetzt von ihm nur Kurzgeschichten gelesen, die haben mir gefallen. Ich bin gespannt. Mhm. Klingt auf jeden Fall nicht unspannend. Ja, ich habe letztens mal wieder eines meiner absoluten Lieblingsbücher rausgekramt. Das tut mir schon fast leid, das als Buch in dem Sinne zu bezeichnen. Von Byron, Lord Byron. Ich bin ja ein großer Freund von Byron. Und mein liebstes Gedicht, ich weiß gar nicht, wie man das nennen will. Es ist halt ein langes Stück, ein kürzeres Stück, ein langes Gedicht. Ich weiß es nicht. Nämlich Manfred. Ich weiß nicht, sagt dir das was? Es sagt mir was, aber ich könnte jetzt nicht sagen, worum es geht oder so. Der Name sagt mir was. Die Idee ist, also Byron ist ja sowieso so ein bisschen in der Literatur eine umstrittene Gestalt. Man könnte sagen, er ist weinerlich. Man könnte aber auch sagen, er hat einen sehr kreativen Umgang mit Depressionen. Und dieser sehr kreative Umgang mit Depressionen, der liegt mir persönlich sehr nahe. Denn wir haben hier Manfred als Hauptfigur, die eben einerseits des Lebens komplett überdrüssig ist, aber andererseits, er sucht halt irgendwie so eine Art Erlösung, aber nicht um jeden Preis. Und als er dann diverse Geister beschwört und diese Geister aber alle von ihm Unterwürfigkeit verlangen, will er diese halt nicht bieten und wird dann halt erst recht patzig und strudelt sich da aber immer weiter in seine einerseits Depression, andererseits aber immer weiter in seinen Trotz rein. Und das ist ein Buch, das kann man ganz schwer beschreiben, aber das ist für mich ein ganz, ganz großer Teil meines Herzens, weil da eben wirklich so Sätze fallen, die ja mich eigentlich meine ganze Jugend lang begleitet haben und die eben, wie gesagt, auch irgendwo meinen eigenen Umgang mit Depressionen und derartigen Dingen ziemlich gut zusammenfassen und ziemlich gut beschreiben, die mir auch sehr oft geholfen haben, weiterzumachen. Ich weiß nicht, ob ich das Buch ruhigen Herzens jemandem empfehlen kann, weil ich glaube, gerade mit dem Umgang mit Todessehnsucht und Depression und was weiß ich, hat garantiert jeder eine sehr, sehr dünne Haut und einen sehr, sehr schwierigen Umgang. Aber lest vielleicht mal rein. Es kann manchen Leuten vielleicht sogar helfen. Mich hat es auf jeden Fall durch meine Jugend gebracht und ich liebe dieses Buch sehr, 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 sehr gern. Aber es ist natürlich klassische Literatur, also es liest sich nicht allzu leicht. Ja, Lord Byron ist da schon ein bisschen anstrengender. Aber da sind so schöne Zitate drin. Ja, das ist oft in Klassikern der Fall. Byron ist genial. Byron, wenn man diesen Humor zu schätzen weiß, hat man an Byron unglaublich viel Spaß. Aber den Humor begreift oder will nicht jeder begreifen. Ich bin ja ein großer Fan von Klassikern. Aber dazu muss ich so wirklich im richtigen Mindset sein. Merkwürdigerweise ist das tatsächlich eher was für den Winter bei mir. Oh ja, die Geschichte auf jeden Fall. Das ist eine richtige Winter-Herbst-Geschichte. Also bei mir ist es ja wirklich mehr Herbst als Winter, wenn ich so meine Schwierigkeiten bekomme. Aber das ist so eine klassische zwischen Kämpfen und Weglaufen, hin- und hergerissen sein Sache. Solange ich noch Atem habe, ich abscheue zuzuatmen und solche Dinge. Es ist schön, es ist wirklich einfach schön. Ich liebe dieses Buch und wie gesagt, es hat mich nicht umsonst durch meine ganze Jugend gebracht. Und generell Byron kann ich euch allen immer jederzeit nur ans Herz legen. Ja, ich habe ja auch ein Buch, das definitiv nicht für alle Menschen ist, wahrscheinlich nur für einen kleinen Teil. Der Festa Verlag bringt seit einiger Zeit, jetzt schon seit einigen Jahren, die Reihe Festa Extrem raus. Sind meistens eher Novellen, sind wenige dickere Bücher dabei. Und die sind halt aus dem Bereich des Extremhorrors. Gibt es nur über den Verlag, auch die Hörbücher, also die E-Books gibt es auch nur über den Verlag, nicht im normalen Handel. Und hier ist jetzt letzte Woche der Band Nummer 47 erschienen. Die Hölle der Ashley Collins von John Athan, also Jonathan. Mhm. Dieser Name regt mich auf. Das wirklich, na gut. Die Bücher sind halt wirklich voll mit abartiger Gewalt und auch Darstellungen sexuellen Missbrauchs. Und wirklich nicht
zu empfehlen, wenn man ja auf sowas reagiert. Tatsächlich ist auch hier das erste Mal, dass ich so auf der ersten Seite eine Warnung gelesen habe. Mhm. Das Buch selbst fand ich dann eher mittelmäßig. Ich weiß nicht, ob du Evil von Jack Ketchum kennst. Ja. Ja. Ich würde es gern gut finden. Ja, ich weiß, du magst ja Coming of Age nicht. Ist hier nicht so ganz Coming of Age, aber es hat mich sehr stark daran erinnert. Also es war eigentlich nichts, was mich überrascht hat an der Geschichte. Mhm. Mädchen wird im Keller von ihren Eltern gefangen gehalten, weil sie ja sehr widerspenstig ist. Wird gefoltert, bricht dann aus und rächt sich. Es ist eine ziemlich Standardgeschichte. Sie ist nett geschrieben, aber hat mich jetzt nicht so wirklich überzeugt. Tatsächlich aber hat die Reihe doch einige Bücher auch schon rausgebracht, die mir sehr gut gefallen haben. Leider auch viel dieses Hinterwäldler-Horrors, also das Übliche. Aber ich denke, da werde ich in Zukunft noch das eine oder andere Mal von vorstellen. Aber auch da, bei diesen extremen Reihen, ist ja eigentlich wirklich immer nur, ich sag mal, das Extreme, die Gewalttätigkeit oder die Brutalität. Aber gruselig im eigentlichen Sinne sind die auch nicht, ne? Also es ist mehr extrem als Horror, sagen wir es mal so. Es ist mehr extrem als Horror. Manchmal sind es eher so bizarre Geschichten. Ich glaube, es ist auch in dieser Reihe erschienen ein Buch mit dem Titel Ein Kühlschrank voller Sperma. Das war ziemlich abgedreht. Aber Horror ist dann doch eher seltener. Also das es kommt. Ist das, was so traurig ist. Ich will einfach nur gute Horrorliteratur lesen. Es ist halt heutzutage. Entweder hast du ja dieses Gemetzel, das ist aber nicht gruselig. Oder du hast irgendwelche Psychothriller, sind auch nicht gruselig. Irgendwie der klassische Horrorroman, den gibt es gar nicht mehr so. Ja, das stockt echt aus. Also das ist mir wirklich diesen Monat wieder ganz extrem aufgefallen. Ich suche ja wirklich danach, aber gruselig ist echt selten. Aber ich habe nachher da noch was, was in die Richtung geht. Mhm. Da kommt aber gespannt. Später dazu, ja. Ansonsten nur ganz kurz, um es erwähnt zu haben. Ich habe 4 nach Mitternacht diesen Monat gelesen. Da werdet ihr aber, weil es ein Stephen King Buch ist, mehr dazu im Königsbube deiner Gast hören. Da ist ja auch der Flo mit dabei. Das heißt, da reden wir dann in einem anderen Format drüber. Genau. Die 4 Geschichten habe ich auch gelesen. Da gibt es auch doch manchmal ein bisschen was zu diskutieren. Zu diskutieren. Und da würde mich wirklich mal deine Meinung interessieren. Ich weiß, dass du die auch gelesen hast. Wir wissen ja mittlerweile, ich habe ein schwieriges Verhältnis zu Cliff Barker. Und ich habe ja am Anfang des Jahres schon die Bücher des Blutes 1 bis 3 gelesen. Die fand ich noch ganz nett. Jetzt habe ich die anderen 3 Teile gelesen und verstehe ich einfach irgendwas nicht oder sind die einfach wirklich nicht gut? Ich weiß, ich bin kein Kurzgeschichtenmensch. Aber gerade im Vergleich zu den ersten 3 Teilen ist es noch mal schlechter geworden. Und ich fand die ersten 3 Teile schon nicht gut. Wenn ich mich richtig erinnere, das ist bei mir schon eine Zeit lang her, ja, die sind schlechter als die ersten. Und das Problem, was ich damit hatte, ist auch wie bei den ersten 3 Bänden, viele tolle Ideen, aber irgendwie von der Umsetzung her ja nicht so richtig ausgearbeitet. Ich meine, er ist ja bekannt geworden mit diesen Büchern, weil die auch innerhalb extrem kurzer Zeit erschienen sind, diese 6 Bände. Hätte er sich da ein bisschen mehr Zeit gelassen, ein bisschen besser ausgearbeitet, wäre vielleicht was anderes draus geworden. Also es ist interessant, aber Barker hat in Sachen Roman ein paar richtig gute Sachen geschrieben. Die Kurzgeschichten haben mich auch zum großen Teil leider nicht wirklich überzeugt. Was will man denn unbedingt als Roman von ihm gelesen haben? Warte mal. Also ich fand seinen ersten Roman, Spiel des Verderbens, fand ich in der Erinnerung jeweils ziemlich gut. Okay. Und gut, Hellraiser ist... Ja, gut, Hellraiser. Ja, aber zählt aber mehr wie die Kurzgeschichten. Ja, so Sachen wie... der hat ja auch Fantasy geschrieben, das war jetzt nicht so mein Fall, wie Arabat, ich glaube 3 Bücher gibt es da.
Das Sakrament. Ne, streich das, lösch das nochmal. Lass mich raten, Coming of Age? Nein, genau zu sein, erinnere ich mich überhaupt nicht mehr, worum es da ging. Okay. Deswegen kann ich es nicht empfehlen. Ich glaube, Cold Heart Canyon könnte dir gefallen. Mhm. Der Originaltitel ist, hat als Untertitel A Hollywood Ghost Story. Das klingt nett. Das, den habe ich auch mal als recht gut in Erinnerung. Also die dickeren Sachen sind tatsächlich ganz gut, aber er hat auch wirklich viele Sachen geschrieben, die eher Richtung Fantasy gehen. Die sind zum Teil nicht schlecht, aber gepackt haben sie mich auch nicht. Mhm. Ich will noch mal ganz kurz darauf eingehen, was mein Problem mit der ganzen Sache ist. Erstens, er hat, wie du schon sagtest, er hat unglaublich gute Ideen, aber er bringt keine einzige davon wirklich zu Ende. Es ist mir schon in den ersten Bänden aufgefallen, in dem noch ganz extrem viel mehr. Und das Zweite ist, er schwankt manchmal in seinem Stil. Klar, es ist eine Kurzgeschichtensammlung, da will er sich auch ausprobieren. Kann ich alles akzeptieren, kann ich alles hinnehmen. Aber dass man im Stil wirklich so extreme Schwankungen hat, zwischen voll tollen Pathos und voll schöner, ja, auch Wortspielen und Wortmalereien und so weiter, und andererseits in anderen Büchern wieder so plumpe, dumme Klischees nur noch aufbringt, nee, das ist einfach nur schlecht. Und was mich am allermeisten stört, ich habe damals den ersten Teil angefangen, und das Vorwort zum ersten Teil, dieser Epilog, da geht es ja tatsächlich um diese Geschichte, die Bücher des Blutes. Ja. Und ich möchte das, nur dieses blöde Vorwort und die letzten zwei Seiten von diesem Buch, den Epilog, die möchte ich als eine schöne, hübsche Geschichte haben. Es müssen nicht mehr als 200 Seiten sein. 150 wären auch okay. Aber nicht 5 Seiten. Das ist so deprimierend. Das ist die einzig gute Geschichte in 6 Bänden. Und da gibt's 5 Seiten davon. Das ist doch scheiße. Ich könnte mir das vorstellen wie, ich glaube, Ray Bradbury war das, der Tätowierte. Genau, wo, daran habe ich gedacht. Ja, wo die Haut die Geschichten erzählt. Das hätte mir gut gefallen, aber das, ja, irgendwie. Es ist selbst für eine Rahmenhandlung zu wenig. Und dabei ist es das Interessanteste an dem ganzen, ja, Pack. Naja, also auf jeden Fall, Cliff Barker und ich, wir haben eine sehr schwierige Beziehung. Das ist wie Dean Kunz und ich. Ich möchte ihn gern mögen, aber bis jetzt ist es mir noch nicht gelungen. Ach ja, hör mir auf. Ich hab jetzt nicht auf dem Stapel. Ich habe diesen Monat auch einen Kunz probiert. Was war's? Chase, also kein Horrorroman, sondern ein Thriller. Sehr dünnes Buch, ich habe es nach der Hälfte weggelegt. Hat mich überhaupt nicht gepackt. Also auf Deutsch gesagt, wie bei jedem Kunst, den wir bis jetzt probiert haben. Ja, so ungefähr, leider. Könntest du diesmal wenigstens festmachen, was dich gestört hat? Weil das regt mich ja bei Kunst immer auf, dass ich ihn nicht leiden kann und ich weiß nicht mal warum. Diesmal war es tatsächlich die Hauptfigur. Also es war ein Thriller, der sich wirklich um diese Figur des Vietnam-Veterans war, glaube ich, gedreht hat. Und der war so uninteressant und so unsympathisch. Die Handlung, die da drumherum gesponnen wurde, hat mich überhaupt nicht interessiert. Und diesmal konnte ich das wirklich festmachen. Bei seinen anderen Sachen, bei den Horrorromanen, weiß ich es leider auch nicht. Okay. Und dann mach mal weiter. Du hast sicherlich noch mehr. Ja, ich möchte mal noch auf 2 Reihen, die ich schon in den letzten Monaten besprochen habe, zurückkommen, weil ich da weitergemacht habe. Das eine ist The Extinction Circle von Nicholas Sainsbury Smith. Da habe ich jetzt das 4. von den 7 Büchern gelesen. Und also ich finde es schön, diese postapokalyptische Welt. Die Bücher sind sehr actionreich, lassen sich auch schnell lesen. Und die Gefahr, die jetzt hier aufgemacht wird, ist, es gibt nur noch eine Handvoll Menschen und wenn man nicht ganz dringend was unternimmt, dann sind die in ein paar Monaten komplett ausgestorben durch diese mutierten Monster. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Leider hatte das Buch auch ein paar Längen. Aber im Großen und Ganzen war es eine gute Fortsetzung dieser Reihe. Also ich bin auf die 3 letzten Bände gespannt. Okay, da warst du ja auf jeden Fall im letzten Gespräch schon recht guter Hoffnung. Also das hatte ich jetzt auf jeden Fall weiter auf die Reise ganz gut mitgenommen. Ja, also kann ich mich nicht beschweren. Wo ich ja im letzten Gespräch auch ziemlich begeistert war ja Joel C. Rosenberg.
Diese Thriller-Trilogie, da habe ich jetzt den letzten Band gelesen, Die Warnung. Auch wieder ein deutscher Titel, der überhaupt nicht zu dem Buch passt. Es hat gut angefangen, also es gibt wieder einen Terroranschlag, diesmal mitten in Washington. Und dann verstrickt sich die Geschichte aber immer mehr in private Handlungsstränge. Und die Hauptfigur, die ein Reporter ist, die wird mehr und mehr zum Actionhelden, was einfach nicht mehr so den ersten beiden Bänden entspricht. Das Ende fand ich dann am enttäuschendsten. Ich werde es jetzt nicht spoilern, aber ich wusste so kurz vor Schluss, habe ich überlegt, ja, wie will er das zu Ende bringen jetzt noch? Es sei denn, und genau dieses Es sei denn war es dann auch, und das war leider eine enttäuschende Entscheidung. Also die ersten beiden Bände haben mir sehr gut gefallen, dieser dritte Abschlussband war leider jetzt eher mittelmäßig. Ich werde aber dennoch das nächste Buch, das von ihm jetzt demnächst erscheinen wird, mir auch nochmal zulegen. Okay. Dann habe ich letztens einen Roman gelesen, der eigentlich völlig außerhalb meiner üblichen Lektüre ist. Nämlich John Shirley mit dem Roman zu Bioshock. Die Bioshock-Spielereihe, ist dir ein Begriff? Ja. Hast du da Spaß dran? Bisschen. Aber auch John Shirley ist mir ein Begriff. Und an dem habe ich Spaß. Okay. Weil ich habe von ihm noch gar nichts gelesen, also ich kannte ihn überhaupt nicht. Ich habe aber damals an Bioshock unglaublich viel Spaß gehabt, konnte aber die Spiele nie spielen, weil ich von dieser Steuerung sehr krank werde. Also ich vertrage solche Spiele nicht. Aber ich mochte immer die Welt, die da konstruiert wird und diese ganze Optik und so weiter. Und deswegen habe ich mir auf Empfehlung hin mal dieses Buch geholt. Und ich muss sagen, es hat echt Spaß gehabt. Es hat sich sehr, sehr schnell weggelesen. Es geht halt so um diese Entstehung von Rapture und diese ganzen politischen Intrigen, die da so laufen. Und ich muss echt sagen, das war echt unterhaltsam. Ja, nur weil was ein Franchise-Roman ist, heißt das nicht, dass es schlecht ist. Also ich glaube schon, ich hatte darüber was gelesen. Also ich hatte mir das Buch tatsächlich mal angeguckt. Aber wenn du jetzt sagst, dass es wirklich gut ist, packe ich es mir mal auch mit auf die Liste. Es lohnt sich auf jeden Fall. Also das tut überhaupt nicht weh. Und wir haben ja schon mal besprochen und geklärt, dass Bücher, die nicht wehtun, schon selten sind. Deswegen, also es war echt nicht verkehrt. Und ich glaube, er hat noch zu Halo so einen Franchise-Roman geschrieben. Den habe ich allerdings noch nicht gelesen. Aber ich bin kurz davor. Ja, er hat auch einiges andere geschrieben. Ich kenne ihn hauptsächlich als Cyberpunk-Autor. Also er hat die Eclipse-Trilogie geschrieben. In den 80ern war das, glaube ich, schon, oder Anfang der 90er. Die fand ich nicht schlecht. Oder auch Stadt geht los. Das ist auch ein Cyberpunk-Science-Fiction-Roman. Den fand ich auch ziemlich gut. Und er hat, ich glaube, die gibt es aber nur auf Englisch, Romane zur Comicserie Hellblazer. Geschrieben und auch da hatte ich meinen Spaß mit. Ich muss mal fragen, also dieses Bioshock-Ding hat ja einen gewissen Zynismus. Jetzt frage ich mich, kommt dieser Zynismus aus der Idee von Bioshock, was ja generell eine sehr zynische Weltsicht hat mit wie heißt das? Nicht Euthanasie, sondern Zuchtgedanke. Ihr wisst schon, was ich meine. Und auf jeden Fall, Bioshock an sich hat ja ein recht zynisches Weltbild und ein sehr menschenfeindliches, menschenverachtendes Weltbild. Nicht, dass ich da was dagegen habe, aber das hat er, finde ich, im Schreibstil hier sehr schön getroffen. Jetzt weiß ich nicht, ob dieser Zynismus ihm eigen ist und auch in den anderen Büchern durchkommt oder ob das hier wirklich nur der Vorlage geschuldet ist. Kannst du dazu was sagen? Ich glaube, das wird beides sein. Also er hat schon so ein bisschen Zynismus immer drin. Er ist auch gesellschaftskritisch und aber auf die zynische Art in seinen anderen Romanen, die ich von ihm kenne. Ja, das finde ich gut. Das werde ich mir mal antun. Ja, bleiben wir gleich bei Franchise-Romanen. Ich habe ja letzten Monat auch schon erzählt, dass ich gerne mal Star Trek-Romane lese. Und da hatte ich auch wieder zwei Stück diesen Monat. Ich habe mir von
Deep Space Nine das Buch Misstrauen von Una McCormick vorgenommen. Das muss man auch sagen, also die Bücher spielen mittlerweile doch schon einige Jahre nach den Serien, nach dem Ende der Serie, und die Autorin, der Verlag, hat die Rechte bekommen, diese Geschichten weiterzuschreiben. Das heißt, dieses Deep Space Nine unterscheidet sich sehr stark von dem, was man aus der Serie kennt. Mhm. Die Geschichte aber nicht. In diesem Fall war das wirklich eine Geschichte, die hätte auch in einer der ersten Staffeln vorkommen können. Okay. Hat nicht wehgetan, war aber auch jetzt nicht überwältigend. Dann habe ich gelesen Star Trek The Next Generation, Das Licht der Fantasie von Jeffrey Lang. Mhm. Ich habe vor ein paar Monaten erst einen anderen von Jeffrey Lang gelesen, in dem es sehr um Data ging. Und auch in diesem Buch spielt Data die Hauptrolle. Und wie bei dem ersten, das ich von ihm gelesen habe, mochte ich die erste Hälfte sehr. Und dann kommen immer mehr Twists rein und immer mehr, ich würde mal sagen, Fanservice, also immer mehr Querverbindungen zu allen möglichen Serien und allen möglichen Figuren, die was mit Hologrammen und mit Androiden zu tun haben. Und es ist mir dann letztendlich doch immer in der zweiten Hälfte zu überladen. Das hat mich leider, also am Anfang habe ich noch gedacht, oh doch, ziemlich gut, und dann ab der zweiten Hälfte ist es leider stark abgefallen in meinen Augen. Hätte man sich da wirklich auf eine Haupthandlung konzentriert, das hätte mir besser gefallen. Aber das ist ein Problem, das ich heute bei so Franchise-Sachen leider öfter habe. Ich habe nämlich das Gefühl, heutzutage sind die Autoren, die sowas schreiben, das sind die Leute, die wie ich damit aufgewachsen sind. Die schreiben nicht wirklich die Geschichte weiter, die schreiben Fanfiction. Das ist es halt. Ja, die schreiben das, was sie gerne lesen wollen würden. Und das manchmal ist es gut, aber manchmal leider auch zu viel des Guten. Mhm. Ja, da sagst du gerade ein Stichwort, da komme ich gleich aufs nächste Buch, was ich gelesen habe, wo es mich auch fürchterlich aufgeregt hat. Das ist kein Franchise, aber das hat genau dieses Problem, was du beschreibst. Ich weiß ja nicht, welche Fanfiction du so liest, aber die Fanfiction, die ich so kenne, sind ja oftmals, ich sag mal, erweiterte Wix-Vorlagen. Das mag vielleicht auch an meinem Klientel liegen, das möchte ich jetzt nicht ausschließen. Ich widerspreche dir mal nicht. Aber man sollte das ja eigentlich bestenfalls vermeiden. Zumindest sollte man neben den Sechseln und dem wilden Gewichse wenigstens ein bisschen Handlung mit reinbringen. Und das ist in dem Buch, über das ich jetzt reden werde, sehr, sehr, sehr misslungen. Denn ich habe Max Dascheid gelesen mit Die Kathedrale. Nein. Einfach nur nein. Dieses Buch ist derartig beschissen geschrieben und derartig beschissen auch, das braucht nicht mal Recherche, aber selbst die drei Sätze, die einer Recherche bedürften, das wäre eine Arbeit von 30 Sekunden gewesen und selbst die macht er sich nicht. Es geht darum, dass drei Jugendliche verurteilt werden, eine Kathedrale am Ende der Arsch der Heide zu reparieren, und in dieser Kathedrale herrscht halt das Böse. Und natürlich gibt es auch die obligatorischen zwei Vollidioten-Satanisten, die dieses Böse gerne rausekeln wollen und die Macht an sich reißen wollen und bla und fühlen. Okay, die Idee ist nett. Die Idee klingt ja gut, auch wenn es wieder das übliche Klischee ist. Aber dieses Buch ergeht sich leider in dem Fehler, dass es nur den Arsch der Protagonistin beschreibt, dass es ungefähr 5 Szenen gibt, wo sie sich umzieht, womit man ja auch gezwungen wird, als Leser ihr dabei zu spannen. Das Buch ist nur misogyne Scheiße. Okay, ich sehe ein, dass diese zwei Teufelsanbeter als Arschlöcher dargestellt werden sollen und deswegen keine anderen Worte als Schlampe und Hure und Nutte kennen, meinetwegen. Aber eben anbetrachtlich der Tatsache, dass der Autor sehr viel Spaß daran hat, eben ständig den Arsch der Protagonistin zu beschreiben und ihre Tippen und dass sie allgemein sehr sexuell freizügig ist und bla, glaube ich tatsächlich, dass da ein bisschen mehr auf Seiten des Autors dahinter steht, als nur die Idee, die beiden Teufelsanbieter als böse darzustellen.
Das Ganze geht so weit, natürlich gibt es eine Selbstbefriedigungsszene, die auch überhaupt keinen Sinn hat. Es gibt diverse Sexszenen, die überhaupt keinen Sinn hat. Es gibt diverse Szenen sexueller Gewalt. Völlig dämlich, wie gesagt. Es geht dann so weit, dass ich sogar weiß, wie der Typ seinen Schwanz hält, während er pisst. Und das war dann der Moment, wo ich mir gedacht habe, meinst du das jetzt ernst? Nein, einfach nur nein. Und was ich gerade sagte, wegen den 30 Sekunden Recherche, als eines der Zeichen, dass diese Kathedrale halt was Böses ist, wird dann beschrieben, ja, Sandstein ist ja eigentlich voll hell, aber hier ist er schwarz. Und das muss ja ein Zeichen dieser dämonischen Besessenheit haben. Aha. Ich könnte das verstehen, wenn der jetzt dieses Buch und diesen Gedanken im Mittelalter angesiedelt hätte. Okay, meinetwegen. Aber das ist ein moderner Mensch, der diese Schlussfolgerung trifft, auch in dem Kontext dieses Buches. Und nehmt's mir nicht übel, aber schwarz anlaufender Sandstein ist eigentlich eine Sache, die muss man vielleicht nicht wissen, aber das ist eine Recherchearbeit von 30 Sekunden. Und wenn man sich die nicht macht, sondern darüber so einen billigen Gag zieht, nee. Dann geht's weiter, die ganzen Rituale, die da beschrieben werden und dieser ganze Blödsinn. Natürlich wird auch eine Lavey-Bibel erwähnt und so weiter, aber auch wieder in einem völlig dämlichen Kontext, in dem sie überhaupt nicht dazugehört und reinpasst. Und es ist alles voller Klischees und es ist alles ganz, 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 ganz schlecht. Und ja, das große Geheimnis der Protagonistin wird riesengroß aufgebauscht und am Ende, ja, ich habe meine Eltern angezündet und in dem Moment fällt sie tot um. Also auch völlig idiotisch. Das einzig Gute, was ich diesem Buch abgewinnen kann, es gibt kein Happy End. Also die Welt geht dann tatsächlich wirklich, wirklich unter. Das finde ich wenigstens schön. Na, immerhin etwas. Aber echt, also nee, so, das war wirklich Grütze. Richtig schlimme Grütze. Es war nicht so schlimm, dass ich es weggelegt hätte, aber auch nur deshalb, weil es nur ein paar Seiten hat. Ja, manchmal ist es doch ganz praktisch, wenn Bücher dünn sind, dann liest man sie eher noch durch. Naja. Ich habe die schlechten Bücher habe ich größtenteils durch. Ich habe noch eins, aber ich dachte, ich bleib mal erst bei den Reihen. Ich habe noch zwei Bücher aus Reihen. Ich habe mit Knochenarbeit, dem ersten Roman von Katie Reichs, angefangen. Oh ja. Die also fand ich gut, wo ich sie das erste Mal gelesen habe. Ich habe die ersten zwei oder drei habe ich schon mal als Hörbuch gehört, vor ewigen Jahren. Und ich habe mir gedacht, jetzt hörst du oder jetzt liest du mal die Reihe komplett durch. Mhm. Und ja, ich hatte mit dem ersten Band auch Spaß. Sie hat einen guten Stil. Sie weiß, wovon sie schreibt. Die Bücher sind ja die Vorlage für die Fernsehserie Bones. Mhm. Und ja, also ich habe Band 2 und 3 auch da. Werde ich auf jeden Fall weiterlesen. Die machen mir bis jetzt noch Spaß. Ich mache mir nur Sorgen, gerade bei so Krimi-Reihen, irgendwann werden die meistens ziemlich schwach. Aber ich glaube, es gibt 19 Bücher. Mal gucken, wie lange ich durchhalte. Also ich weiß, ich habe auf jeden Fall mindestens 5 Bücher gelesen. Ich weiß nicht, ob ich die alle in Reihe gelesen habe, da bin ich mir unsicher. Aber ich fand die nicht schlecht, die ich gelesen habe. Also da besteht Hoffnung. Obwohl Krimi eigentlich überhaupt nicht mein Thema ist. Es kommt immer drauf an. So richtig klassische Krimis mag ich eigentlich auch weniger. Aber hier hat man ja diese forensische Arbeit und so weiter und ein bisschen Seifenoper mit drin. Genau der Teil, der mich gestört hat. Ja, es muss nicht unbedingt schlecht sein. Bis jetzt in Band 1 stört es mich noch nicht. Aber ich fand tatsächlich, wenn ich mich nicht ganz falsch erinnere, die Fälle gar nicht schlecht. Ja, das fand ich auch interessant. Und es ist mal nicht so das typische, ach, wir sind wieder in Amerika, sondern es ist Kanada. Mhm, genau. Wie stehst du denn zu Simon Beckett? Ich glaube, ich habe erst ein Buch von ihm gehört, vermutlich auch, also gelesen noch nicht. Ja, es war okay, aber müsste ich mich näher mit beschäftigen nochmal. Aber gefällt dir Katie Reichs besser im Vergleich? Ich kann es nicht genau vergleichen, weil ich von Beckett zu wenig kenne. Okay. Weil bei mir war es tatsächlich so, dass ich ihrer irgendwann überdrüssig wurde und dann zu Beckett geschwungen bin. Und mittlerweile kann ich Beckett auch nicht mehr ertragen. Aber hat beides seine guten Seiten.
Also ich werde die Reihe auf jeden Fall mal weitermachen und gucken, was sich ergibt. Okay. Dann haben wir uns in einem, ich weiß nicht genau, ob in der letzten oder in der vorletzten Folge, ja über Ronald Murphy unterhalten. Kannst du dich erinnern? Ja, den habe ich hier auch auf meinem Stapel. Okay. Welchen hast du gelesen? Ich habe Dezemberpark gelesen. Ja, dann red erstmal du darüber. Ja, also es ist ein dickes Buch, das gar nicht so dick ist, wie es aussieht. Ich dachte, als ich es so gesehen habe, oh, das sind bestimmt 1000 Seiten, es sind aber, glaube ich, nur so um die 500. Es ist nur sehr dickes Papier. Mhm. Ich habe es gelesen, weil es ein Coming-of-Age-Thriller ist. Es ist aber, glaube ich, sogar einer, der dir gefallen könnte, weil dieses Coming-of-Age nur eine untergeordnete Rolle spielt. Mhm. Es sind Jungs, die so 14, 15, 16 sind. Es spielt Mitte der 90er Jahre in so einem kleinen Städtchen irgendwo in Maryland. Und es sind mehrere Kinder verschwunden. Und während die so ihr Leben leben und ja auch immer ein bisschen nachforschen, geschehen weitere Morde. Und ganz am Ende wird dann in einem überraschenden Twist natürlich der Täter geschnappt. Und das muss ich auch sagen, das war für mich dann auch der Schwachpunkt des Buches. Es wird schon früh aufgebaut, aber immer noch mal so zwischendurch erwähnt, wer der Täter ist. Das Ganze hat mich nicht so wirklich überzeugt, aber das Buch an sich liest sich unheimlich gut. Mhm. Also ich mochte die Figuren. Die Hauptfigur ist Sohn des Sheriffs. Das heißt, man bekommt auch auf dieser Seite immer so ein bisschen was von diesem Fall noch mit. Und es gibt keine wirklich Liebesgeschichte. Das fand ich schon mal toll. Weil normalerweise wird ja dann immer noch so eine Love Story da reingepackt, ob es passt oder nicht. Mhm. Stattdessen ist es wirklich so eher eine Freundschaft unter Jungen. Und es kommt dann ein neuer Junge in die Nachbarschaft, der ein bisschen merkwürdig ist, aber mit dem sie sich auch anfreunden. Lies mich jetzt schon ankotzt, wenn ich es nur höre. Ja, nein, das ist tatsächlich gar nicht mal so übel. Und aber auch die Beschreibung dieser kleinen Stadt und der Umgebung, das ist ein altes Sanatorium und die Wälder und dieser Dezemberpark, es ist sehr schön geschrieben. Mhm. Und ich dachte erst, weil das natürlich oft mit Es verglichen wird, es hat keinerlei übernatürliche Elemente. Okay. Ja, ich habe ja letztens schon erwähnt, ich mag Melfi sehr gerne eigentlich, wirklich, wirklich gerne. Und ich würde mir bei ihm sogar tatsächlich mal einen Coming-of-Age-Roman antun, weil ich eben Hoffnung habe, dass es nicht diese kitschige Scheiße ist, die es sonst immer ist. Dachte ich bis jetzt. Melfi hat jetzt einen neuen Roman veröffentlicht, Der See des Grauens. Der Name hätte mir schon reichen müssen. Nein, ich habe mir dieses Buch natürlich gekauft, ich habe dieses Buch gelesen und ich hasse mich dafür. Ich habe vor einiger Zeit mit euch über Brian Keynes Der Satyr gesprochen. Und auch dieses Buch fand ich schon nicht so toll, obwohl ich Brian Keynes auch sehr schätze. Der See des Grauens bzw. Cradle Lake ist im Prinzip dasselbe Buch. Nur ohne Satyr. Aber ansonsten gleiche Idee, gleiche Thematik. Es geht um eine junge Familie, die durch Fehlgeburten sehr geschwächt und angekratzt ist psychisch. Es geht um Depressionen und so weiter und so fort. Und eigentlich wäre ich ein großer Freund davon, solche Sachen zu thematisieren. Ich finde das auch gut, dass solche Sachen vielleicht mal auch aus der Sicht des betroffenen Mannes thematisiert werden. Das halte ich alles für gut und für richtig. Das Problem ist, dass das einzige Problem sowohl bei Satyr als auch bei Cradle Lake jetzt, das einzige Problem und die einzige psychische Belastung, die diese Männer mit dieser Situation haben, ist die Tatsache, dass ihre Frau auf einmal nicht mehr ficken will. Und nehmt's mir nicht übel, aber so eine Darstellung von der nicht vorhandenen Gefühlswelt von Männern tut dem Männerbild mehr weh als jede Feministin. Also, mir fehlen ernsthaft ein bisschen die Worte dafür, was das für ein Schwachsinn ist.
Auf jeden Fall, die Idee dahinter, hinter diesem See ist, die ziehen halt da in diese Nachbarschaft, haben das Haus geerbt und es gibt dort einen See, in den man eintauchen kann und dann macht er einen Heiler. Entweder psychisch oder körperlich oder wie auch immer. Man fühlt sich halt jung, man fühlt sich erfrischt. Der See kann Krankheiten heilen, heilt aber nicht alles. Und bei manchen Menschen, die eben da reingehen, ja, führt das Ganze so ein bisschen zu Wahnsinn. Und die Leute in dieser Gemeinde wollen das Ganze halt so ein bisschen eigentlich unter den Teppich kehren und geheim halten, weil es eben nicht ganz ungefährlich ist. Aber der Hauptcharakter wird dann irgendwann Zeuge, wie ein Junge angefahren wird, ganz schlimm verletzt und eben zur Heilung in diesen See getragen wird. Und hinterfragt dann das Ganze pipapo und so weiter und so fort. Kriegt dann eben erklärt, naja, das ist nicht ganz so geil, wie das eigentlich sein sollte. Und halt dich lieber mal davon fern. Das macht er natürlich nicht. Und natürlich kommt er nicht auf seine Idee, seine Frau mit ihren Depressionen vielleicht da mal reinzuhalten. Er geht dann halt schwimmen, fühlt sich voll wie der neue Macker und alles ist cool. Irgendwann kommt er dann auch mal auf die Idee, seiner Frau dieses lustige Wasser da zu geben, von diesem See zu trinken. Sagt ihr aber nicht, was Phase ist und was los ist. Frau bekommt dann doch endlich wieder ein Kind, wird dann doch endlich wieder schwanger, hat sogar endlich wieder Lust zu ficken, ole ole, alles ist toll. Und er fühlt sich dann von diesem neuen Kind, was in ihr wächst, bedroht. Es ist ein fremdes, dämonisches Wesen in seinem Haus. Gibt dann ein paar diverse Szenen, über die ich gar nicht reden würde, möchte, weil sie einfach idiotisch sind. Ich meine, ich habe kein Problem mit Sexszenen, aber sie sind einfach dumm. Wo er dann als Schlafwandler seine schwangere Frau fistet, wahrscheinlich um das Kind wegzumachen. Ich habe keine Ahnung, ich will es auch gar nicht hinterfragen. Auf jeden Fall, sie ist dann schwanger. Er sorgt dann dafür, dass er eine zwangsweise Abtreibung bei diesem Kind macht, mit Herztabletten. Wovon sie natürlich auch nichts weiß, wovon sie natürlich auch wieder völlig am Boden zerstört ist nach der dritten jetzt Fehlgeburt, was ihm völlig egal ist. Ich habe selten ein Buch mit einem so derartig massiv unsympathischen Arschloch von Charakter gelesen. Die ganze Welt, die drumherum aufgebaut wird, ist ähnlich unsympathisch. Die ganze Dorfgemeinschaft fühlt sich für mich auch zwar irgendwo echt an, aber so halb dumm. Also, nee, wirklich, wirklich nicht. Ich hab's fertig gelesen, das Ende ist auch ganz nett. Er will dann seine Frau heilen und kommt dann endlich mal auf die Idee, nachdem sie ja jetzt den dritten Nervenzusammenbruch hatte, dass er sie jetzt auch mal in dieses Wasser da reindrückt. Er lässt sie aber halt nicht mehr auftauchen. Das ist der einzige Moment in dem Buch, der ein kleines bisschen Sinn ergibt, aber das war's auch. Also, fürchterliches Buch, eines Melfi nicht würdig, lass die Finger davon. Da bin ich wirklich froh, dass ich mit December Park angefangen habe, denn ja, das klingt echt schrecklich. Sonst hättest du ihn nie wieder gelesen. Wahrscheinlich, ja. Also es ist wirklich, wirklich das schlechteste Buch, was ich von ihm bis jetzt je gelesen habe. Und es ist wirklich grottenübel. Und selbst, so was noch dazu kommt, die Übersetzung ist eine Katastrophe. Ist es auch im Lucifer Verlag erschienen? Oh, das weiß ich gar nicht. Warte, ich guck mal schnell. Ich habe gerade nachgeguckt. Es ist der sogenannte Papierverzierer Verlag. Und ja, tatsächlich, mehr als mit Buchstaben das Papier zu verzieren, passiert hier wirklich nicht. Also es ist wirklich eine Katastrophe. Und was mich aufregt, ist tatsächlich die Häufung, weil beim Satyr war es genau dieselbe Grundidee. Auch da hat die Frau Fehlgeburten, auch da die Frau will nach den Fehlgeburten nicht mehr ficken. Das ist das Einzige, worunter der Mann leidet. Alles ist ganz schlimm. Am Ende wird die Frau doch über irgendeine übernatürliche Macht schwanger. Und das ist dann auch wieder falsch. Und ich weiß nicht, ob das zurzeit wieder modern ist. Ich habe nichts dagegen. Wie gesagt, auch Männer haben ein Recht auf Trauer. Selbstverständlich, das ist auch gut und richtig so. Aber nicht auf diese Schiene, wenn die um die Kinder trauern würden oder um die Fehlgeburten. Meinetwegen. Aber alles baut sich nur darum auf, dass die Frau nicht mehr ficken will. Und das tut einfach nur auf mehreren Leveln unglaublich weh vor Dummheit. Ja, wenn ich mir den Verlag angucke,
Das ist, glaube ich, so einer, der viel E-Books im Niedrigpreissektor veröffentlicht. Ja, dann erklärt das auch, warum es so schlecht übersetzt ist. Ja, aber ganz ehrlich, also ja, die Übersetzung ist grauenhaft, bin ich wie gesagt. Ja, klar, die Handlung auch, okay. Aber für Unmalfi ist es echt ein beschissenes Buch, also selbst unabhängig von der Übersetzung. Und das wundert mich, weil wie gesagt, bis jetzt hat er eigentlich nur gute Sachen geschrieben. Also wie gesagt, ich fand December Park ziemlich gut. Ich habe auch schon einen Nachfolger auf dem Stapel liegen. Mal gucken, wann der an die Reihe kommt. Nachfolger im Sinne von gehört als Fortsetzung zu December Park? Nein, ein anderer Malfi. Okay. Ja, mache ich dann mal weiter mit was ganz anderem. Es ist die letzte Reihe, die ich jetzt hier habe. Zwar von Craig Johnson Longmire. Vermute, also so ausgesprochen wird. Mhm. Es ist tatsächlich ein Neo-Western. Also auch wieder mehr Krimi. Es ist, ja, wie man so die klassischen Western kennt, nur halt in der Gegenwart. Es ist der zweite Band einer Reihe mit, ich glaube, 14 Romanen mittlerweile. Leider sind nur 3 Stück auf Deutsch erschienen und der Fester Verlag wird wohl nicht weitermachen, die zu veröffentlichen. Und das Ganze ist auch verfilmt worden. Also es gibt, glaube ich, eine Serie mit 6 Staffeln, die dann jetzt zum Schluss von Netflix produziert wurde. Ich habe letztes Jahr den ersten Band gelesen und jetzt hier Band 2, Einsamer Tod. Und es ist echt entspannend. Es ist ein entspannender Krimi. Ohne, also ab und zu mal ein bisschen Action, aber ohne großartige Actionsequenzen. Es ist ein sympathischer Sheriff, so ein älterer Sheriff, der einen bisschen verworrenen Fall lösen muss. Also es stirbt eine alte Frau in einem Altersheim und sieht erstmal so aus, als wäre da nichts dahinter. Und dann forscht er ein bisschen nach und stößt in der Vergangenheit dieser Frau auf ganz viele Geschichten. Und ja, es entwickelt sich eine interessante Geschichte daraus. Tatsächlich fand ich den sehr angenehm zu lesen. Also der Mann hat auch einen guten Stil. Mhm. Schön finde ich auch, der wird dann beschrieben in der Autorenbiografie, dass er zusammen mit seiner Frau auf einer kleinen Ranch in U-Cross, Wyoming lebt, Einwohnerzahl 25. Da komme ich mir hier glatt irgendwie in der Stadt vor. Aber tatsächlich macht das echt Spaß und ich bin traurig, dass es nur diese 3 Bücher auf Deutsch gibt. Mal schauen, was ich da mache. Mhm. Und der Western-Teil so an sich, also ist das ja sehr vordergründig oder bleibt da wirklich im Hintergrund? Ja, wir waren gerade stehen geblieben bei der Frage, wie groß ist denn der Neo-Western-Anteil selber? Oder geht der sehr unter? Ja, es spielt halt in dieser Western-Welt im Westen Amerikas und ansonsten würde ich sagen, hat er nicht so einen großen Anteil. Okay. Also mehr Walker Texas Ranger als für eine Handvoll Dollar. Ja. Oder okay. Vielleicht kennst du die Serie Justified oder sowas, so eine Fernsehserie. Ja. So in dieser Richtung. Also man hat schon diese klassischen Western-Figuren, aber im modernes Setting. Mhm, okay. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit Misogyner Kackscheiße mit Dela. Ich habe außerdem gelesen und abgebrochen Maurice Limat, der zärtliche Tod. Wurde mir verkauft, ich glaube, das soll angeblich aus den 70ern oder irgendwie was sein. Keine Ahnung. Auf jeden Fall schon älter. Wurde mir verkauft als, ich glaube, französische Horrorgeschichte. Ich kann es nicht beurteilen, ich habe nach 40 Seiten nicht mal die Schnauze voll gehabt. Denn wir haben nach 40 Seiten die erste Vergewaltigungsszene, die kontextualisiert wird mit "Du willst es doch auch". Nein, ich hab's dann weggelegt, war mir dann zu blöd. So gut kann kein Horrorliteratur sein, dass ich mir das antun muss. Ja. Leider etwas, das auch regelmäßig vorkommt. Ja, es nimmt zu vor allem. Das ist das, was mich nervt. Ich verstehe es tatsächlich im Kontext, wie wir vorhin ja besprochen haben, dieses Extremhorrors eher, weil es da, auch wenn ich nicht damit unbedingt einverstanden bin, eher ein Stilmittel ist. Aber wahrscheinlich trägt es nicht mal was zur Handlung bei hier in diesem Fall, oder?
wie gesagt, ich habe danach die Schnauze voll gehabt, da ich vorher auch schon stilistisch so krumm war, dass es mir da schon auf den Sack gegangen ist. Das war dann noch der letzte Punkt, den es gebraucht hat, dass ich überhaupt keinen Bock mehr habe. Ich kann es also wirklich nicht beurteilen. Es kann durchaus sein, dass es hinterher auch noch besser wird. Aber nein, einfach nur nein. Es ist einfach nur scheiße. Und das war auch in den 70ern, 80ern, 90ern schon schlimm. Nein. Aber ich sage mal so, ich kann diese Kontextualisierung irgendwo noch akzeptieren, wenn die so dargestellt wird, erstens, dass dieser Gedanke vom Vergewaltiger kommt und auch entsprechend dargestellt wird, dass das ja nur in dessen Wahnwelt. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja. Aber wenn dieser Kontext aus Kontext des Opfers kommt und komplett widerspruchslos so stehen bleibt, ich meine, dass dieser ganze Komplex mit Scham und was weiß ich allen ein riesiger Komplex ist, den man auch in Literatur schwer rüberbringen kann. Meinetwegen. Aber dann muss man das so schreiben, als wäre es ein innerer Widerstreit, meinetwegen. Zur Not noch. Wenn man es überhaupt das Eisen anfassen will. Aber das ist komplett unwidersprochen und komplett undiskutiert so aus der Opferperspektive dargestellt wird. Da hört es dann auf. Nee, das geht überhaupt nicht. Und natürlich auch hier wieder, ne? Wie das halt so ist. Nein, also das habe ich dann aufgegeben. Das war mir dann zu blöd. Ihr könnt mich gerne eines Besseren belehren, wenn ich da irgendwas falsch verstanden habe. Ich glaube es aber persönlich eher nicht. Gut, machst du weiter? Wie viele Bücher hast du denn noch? Ich habe ein einzelnes und dann fünf, die zu einer Reihe gehören. Ja, dann mache ich jetzt weiter. Ich habe nämlich noch drei, dann passt das. Ja, ich mache weiter mit dem neuen Buch von Thomas Harris. Oh ja, erzähl. Carrie Mora oder Carrie Mora oder wie auch immer soll ein Name sein, also vermutlich Carrie Mora. Ich habe letztes Jahr im Sommer alles, was Thomas Harris geschrieben hat, gelesen. Ist ja nicht so viel. Schwarzer Sonntag ist so ein Terror-Thriller aus den späten 70ern. Hat mich ein bisschen erinnert an die Fernsehserie Homeland. Natürlich kam die viel später. War okay. Und dann die vier Hannibal Lecter-Romane, die zwar nicht alle gut sind, aber mich doch alle gut unterhalten haben. Ja. Und deswegen war ich jetzt hier sehr gespannt. Es sieht nach einem dicken Buch aus. Ich habe es hier im Hardcover liegen. Es sind nur 330 Seiten. Ich war dann auch überrascht, als ich festgestellt habe, die letzten 60 Seiten sind eine Leseprobe von Das Schweigen der Lämmer. Okay. Also es ist ein sehr dünnes Buch letztendlich. Und das ist, glaube ich, auch der große Schwachpunkt. Denn es wird hinten drauf natürlich beschrieben, Hannibal Lecter hat einen Nachfolger. Mhm. Dieser Nachfolger ist für mich komplett uninteressant. Und mal ganz ehrlich, einen Serienkiller mit dem Namen Hans-Peter Schneider. Das ist kein Hannibal Lecter. Tatsächlich, diese Carrie Mora ist die Hauptfigur, die ist ein bisschen interessanter. Die war Kindersoldatin in Kolumbien und versucht jetzt hier irgendwie sich in Amerika als, ja, eigentlich als illegale Einwanderin ein Leben aufzubauen. Was natürlich so aktuelle Themen und so weiter sind, aber es wird einfach viel zu wenig damit gemacht. Und das Ganze spielt im Haus des Drogenbarons Pablo Escobar, weil da irgendwo ein Schatz versteckt sein soll. Man hätte echt was draus machen können aus dieser Geschichte, aber so diese Rückblicke auf die Vergangenheit der Hauptfigur, die fand ich ganz gut. Ansonsten gibt es natürlich so ein paar brutale Gewaltmomente, die mich aber jetzt nicht weder überrascht noch geschockt haben. Die waren da, weil der Autor geglaubt hat, okay, jetzt wird's mal Zeit dafür. Mhm. Und Thomas Harris schreibt langsam, das weiß man ja. Da hätte er sich lieber noch ein bisschen Zeit nehmen sollen und das Ganze noch ein bisschen besser ausarbeiten, denn es ist echt kein wirklicher Bringer. Leider. Ja, aber der Versuch war da, es hätte schön sein können. Ja, es hätte auch der Anfang wieder einer neuen Reihe sein können. Ich meine, vielleicht ist es das auch. Vielleicht trifft man diese Figur nochmal wieder. Aber wenn es nicht so ist,
ich brauche das nicht unbedingt. Aber es ist schon relativ neu auch erschienen. Also es ist von diesem Jahr, oder? Ja, ist vor ein paar Monaten erst rausgekommen. Mhm, okay. Ja, ich habe ansonsten wieder mal komplett Fachfremd gelesen, nachdem ich von den letzten 4 Romanen, die ich gelesen habe, echt die Schnauze voll hatte. Und ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe. Ihr kennt mich. Ich habe ein Problem mit Hörbüchern generell. Aber ich habe jetzt den Trick gefunden, mit dem ich das trotzdem kann. Ich darf nämlich nur keine deutschen Hörbücher hören. Das funktioniert bei mir überhaupt nicht. Sobald die Englisch mit mir reden, klappt das. Dann kann ich dem auch folgen. Und da bin ich vor einiger Zeit über Bill Bryson gestolpert. Ja, genau. Großartig, ja. Eine kurze Geschichte von allem. Das habe ich als Hörbuch gehört, auf Englisch. Und das fand ich ganz und grandios. Und dann habe ich mich geärgert, dass ich das Buch nicht gelesen habe, sondern nur gehört habe. Weil, ihr wisst ja, ich bin ein Mensch, der gerne Zitate rausschreibt. Ja, das dazu. Auf jeden Fall habe ich deswegen Geschmack an Bill Bryson gefunden, der mir übrigens tatsächlich vorher komplett unbekannt war. Ich prangere das an. Und habe mir jetzt einerseits ganz viele von seinen Hörbüchern eben runtergeladen, aber eben auch ein Buch von ihm als Buch gelesen, nämlich Shakespeare, wie ich ihn sehe. Es ist, wie gesagt, wie der Name schon sagt, eher eine Shakespeare-Biografie, soweit das halt überhaupt aufgrund der Faktenlage möglich ist. Darauf geht er aber auch sehr, sehr intensiv ein, dass das eben schwierig ist, weil es keine Fakten großartig gibt, auf die man sich beziehen kann. Und ich muss sagen, es war unterhaltsam. Also es war ein bisschen trockener und ein bisschen unterhaltsamer als die anderen Preisensachen, die ich jetzt kenne. Aber es hat trotzdem viel Spaß gemacht. Also ich habe von Bryson bis jetzt, was auf Deutsch als Hörbuch erschienen ist, alles gehört. Und nachdem ich gesehen habe, dass du ihn liest, habe ich gedacht, ach ja, da hättest du auch mal Lust drauf. Also ich habe mittlerweile auf meinem Stapel auch wieder 2, 3 Brysons. Teilweise welche, die ich als Hörbuch schon kenne, teilweise welche, die ich noch nicht kenne. Wird wahrscheinlich auch in der nächsten Zeit das öfter mal wieder kommen. Er schreibt unglaublich unterhaltsame Sachbücher, also absolute Empfehlung. Was ich aber in dieser Empfehlung gerne sagen möchte, ich glaube tatsächlich, bei ihm kommt der Humor wirklich viel durch die Sprache. Also hier vielleicht, wenn ihr in der Lage dazu seid, wirklich lieber die englischen Bücher lesen als die deutschen Versionen. Das ist mir hier ganz extrem aufgefallen, die englische liest sich deutlich schöner. Das habe ich gerade bei dem Shakespeare auch öfter gelesen. Gut, das liegt wahrscheinlich da auch am Thema. Also ansonsten kann ich schon sagen, was ich von ihm kenne, hat mir auch auf Deutsch Spaß gemacht, weil ich glaube wirklich, dass er sehr viel Humor hat, der sich nicht so übersetzen lässt auch. Ja. Jo, also Bryson auf jeden Fall große Empfehlung, auch die Hörbücher, die ich bis jetzt hatte. Kurze Geschichte von allem hat sehr, 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 sehr viel Spaß gemacht. Ich werde es bestimmt auch irgendwann mal in Buchform lesen. Aber zum Hören war es auch cool. Dann können wir dann vielleicht auch mal das gemeinsam lesen und dann besprechen. Das, ja, das wird bestimmt schön. Was hast du denn noch als nächstes? Ich habe noch 2 Horrorromane aus den 90ern. Und irgendwie war das eine gute Zeit damals. Es war nicht alles schlecht, nur die Musik. Nein, die war auch nicht schlecht, also zum Teil jedenfalls. In den frühen 90ern, sagen wir in den frühen 90ern. Ich habe gelesen von Nancy A. Collins, Wildes Blut. Mhm. Nancy A. Collins ist nicht nur eine der wenigen bekannteren Horrorautorinnen. Sie hat auch einige Comics geschrieben, unter anderem Swamp Thing. Oder tatsächlich habe ich jetzt vor kurzem hier eine Army of Darkness Miniserie von ihr gelesen, mit der ich viel Spaß hatte. Und das hier ist ein Werwolf-Roman. Ziemlich cool geschrieben. Es geht um einen jungen Mann, der, nachdem seine Mutter stirbt, erfährt, dass er adoptiert ist. Und er will natürlich seine leiblichen Eltern ausfindig machen. Landet er wirklich so im Nichts, ist also wie so Western-Nichts in Arizona. Kommt da erstmal ins Gefängnis und trifft dann, ja, sagen wir mal, Verwandte. Nämlich eine Bande von Werwölfen, die Speed Metal spielen und auf Raubzug sind. Finde ich gut. Ja. Es ist ziemlich cool geschrieben. Es macht richtig Spaß. Es gibt da noch eine andere Werwolf-Gruppe, mit denen sie verfeindet sind.
Es gibt einige Sexszenen, die ich so noch nie gelesen habe. Also es ist Werwolf-Sex. Das finde ich gut. Ich glaube, ja. Das, was ich mir darunter vorstelle, finde ich gut. So Szenen wie, sie zog ihren BH aus, erst über das erste Paar Brüste, dann über das zweite Paar. Es ist ziemlich merkwürdig, aber es hat mir echt Spaß gemacht. Und ich gucke wirklich mal jetzt in der nächsten Zeit, was ich von Nancy A. Collins noch finde. Ich glaube, also ich kenne von ihr die Sonja Blue-Romane, das sind so Vampir-Romane aus den frühen 90ern. Ich bin gespannt, was ich noch alles entdecken kann. Ja, klingt auf jeden Fall nicht uninteressant. Ist mal was anderes. Überhaupt mehr Horrorliteratur von Frauen, bitte. Bin sehr dafür. Gerne, ja. Es ist leider immer noch sehr wenig. Ja, und das, was es gibt, ist häufig auch echt nicht so doll. Weil dann wollen sie halt wieder den Massengeschmack bedienen und da ist halt meistens scheiße. Mit Massengeschmack kriegst du halt mit solchen Büchern wie die Kathedrale, die ich gerade schon beschrieben habe. Das ist ja das Dumme. Ja, oder es wird tatsächlich auf einen pseudo-weiblichen Markt getrimmt. Ja, und du hast so romantische Geistergeschichten, die weder romantisch noch Geistergeschichten sind, sondern einfach nur stinklangweilig und schlecht geschrieben. Deswegen Charlotte Bletcher, habe ich in der letzten Folge schon gehabt, die war gar nicht so schlecht. Ich habe bis jetzt nur das eine Buch von der ersten, also von dieser Reihe gelesen, aber endlich mal eine weibliche Horrorautorin, die zwar Horrorromane schreibt, die nicht allzu gruselig sind, aber ganz nett zu lesen und eben weder das eine noch das andere Klischee bedienen. Gut, bist du mit deinen durch? Eins habe ich noch. Ja? Dann machst du deins erst noch. Okay, wie gesagt, auch aus den 90ern. Und zwar Rick Hautala. Und wenn ihr den Namen nicht sagt, dann ist das nicht weiter verwunderlich. Der Mann hat zwar, also er ist 2013, glaube ich, gestorben, hat über 90 Romane und Kurzgeschichten geschrieben, auch tatsächlich bekanntere Sachen scheinbar in Amerika. Das hier ist das erste Buch, das von ihm auf Deutsch erschienen ist, The Mountain King. Geschrieben das Mitte der 90er. Das kenne ich. Ich habe es nicht gelesen, aber ich kenne es. Ich habe es in der Hand gehabt schon. In der Hand gehabt? Also auf Deutsch hast du es nicht in der Hand gehabt? Nee, ich glaube auf Englisch, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, das kann sein, ja. Weil in Deutsch ist es nämlich beim Buchheim Verlag erschienen. Das ist ein relativ junger Verlag. Die bringen die Cemetery Dance Bücher raus. Also die Bücher eines amerikanischen Verlages, der unter anderem auch exklusiv so ein paar Stephen King Kurzgeschichten und sowas rausgebracht hat. Und die erscheinen aber auch wirklich nur in einer limitierten Auflage in großformatigen Hardcovern, schön gestaltet. Hier ist es ein rot-schwarzer Wald mit der Schrift The Mountain King. Und wenn man das Buch gegen das Licht hält, sieht man, dass unten in der Ecke so mit Folienprägung so eine Bigfoot-Figur drauf ist. Finde ich sehr hübsch gemacht. Und ja, es ist ein Bigfoot-Roman. Es geht um zwei Männer, die irgendwo in den Wäldern verloren gehen bei einer Wandertour. Und dann taucht ein Monster auf während einem Schneesturm, schnappt sich den einen und verschwindet damit. Um, nom, 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 nom. Ja, dachte ich zu dem Moment auch. Er taucht tatsächlich später noch mal kurz lebendig auf. Der andere wird dann gerettet, wird natürlich des Mordes verdächtigt und will seinen Freund finden. Es brechen daraufhin dann mehrere Leute auf in diese Wälder und nicht alle kehren zurück. Es gibt noch eine Nebenhandlung um die Familie von diesem Mann, bei der ich am Anfang gedacht habe, oh je, das ist jetzt wieder so hier das Klischee, die Frau betrügt ihn, die Tochter, bla. Tatsächlich ist das nicht der Fall, also es ist schon der Fall, das passiert, aber es wird in die Handlung so gut eingebunden und ist auch nur so kurz abgehandelt, dass es überhaupt nicht stört. Und auch was mit der Tochter später passiert, hat mich überrascht. Es sind halt nicht so die großen, brutalen Horrorszenen, aber so manchmal sind dann doch Momente dabei, wo du denkst, oh. Und es hat mir echt richtig viel Spaß gemacht. Also ich würde erstmal von diesem Autor gern mehr lesen und noch so ein Bigfoot-Roman hätte ich jetzt auch nichts dagegen. Es klingt auf jeden Fall spannend und das ist nur tatsächlich ein Thema, das nicht so ausgelutscht ist. Ich meine, hat man selten. Kann ich mir vorstellen, dass das Spaß macht. Genau, das fand ich auch.
wenigstens kein Hinterwäldler-Horror. Ja, richtig. Ja, ich habe jetzt noch eine Reihe angefangen, neben der Moving-In-Reihe. Diesmal etwas ambitionierter das Ganze. Bin ich durch Zufall drüber gestolpert. Also wurde mir in irgendeiner Empfehlungsliste reingeschmissen. Nämlich die Pre-Human-Reihe von Carl Denning. Wobei ich mir unsicher bin, ob es Prähuman oder Prähuman ist. Ich glaube, das ist ein Deutscher. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist das eine, ich glaube, bis jetzt 17- oder 18-teilige Reihe. Alles ganz kurze Dinger, also so um die 100 Seiten im Schnitt. Aber, ja, ich sag mal so, es ist jetzt nicht unbedingt anspruchsvolle Literatur. Ne? Das wollen wir auch auf 100 Seiten nicht erwarten. Muss es auch nicht sein, solange es Spaß macht. Wollte ich gerade sagen. Es ist tatsächlich mehr so Groschenheft-artig. Aber eben nicht Piratenbraut und Zeug Groschenheft und auch nicht Lanzer Groschenheft, sondern, naja, wobei das Mindset ist schon recht ähnlich. Ihr kennt doch so die klassischen Verschwörungstheorien. So Ultima Thule und Shangri-La und Hohle Erde und der ganze Blödsinn, den ja manche Leute heutzutage ernst meinen. Die Idee in dieser Romanreihe ist die, wir haben eine Ausgrabung irgendwo in Korea. Auf dieser Ausgrabung, ja, finden wir auf einmal ein, ich will es nicht doof nennen, eine Anlage, eine große Anlage, die sehr hochtechnisiert wirkt. Wir stolpern da also ein bisschen rum. Auf einmal stellen wir fest, oh, unsere Studenten sind weg. Das ist aber nicht gut, dass die Studenten weg sind. Als wir die Studenten eben suchen, stochern wir ein bisschen in der Gegend rum und auf einmal werden wir von großen, riesigen Monstermaschinen angegriffen, die mit irgendwelchen lustigen Laserstrahlen um sich schießen und alle tot machen und wir müssen dann fliehen und dann ist da noch irgend so ein Seitenarm der CIA dabei, der dann das Ding in die Luft jagt. Wir kriegen dann ein bisschen was von der Technik, können die dann klauen. Es ist total leicht, ist voll das Supermaterial und Zeug und total unzerstörbar und was weiß ich was. Und es kommt dann eben raus, dass es eine Theorie gibt über eine prähumane Zivilisation, also quasi noch vor Atlantis und so weiter, die voll hochtechnisiert waren, die voll, voll weit entwickelt waren und so weiter und so fort, aber die sich halt selbst gegenseitig in die Luft gesprengt haben. Oder halt auch nicht. Und wie gesagt, der erste Teil ist eben über diese Ausgrabung in Korea. War ganz nett. Das ist, wie gesagt, es tut nicht weh auf 100 Seiten. Der zweite Teil geht dann weiter. Dann haben wir dann eben mit derselben Truppe weiter erforschen wir halt jetzt das nächste komische paranormale Ereignis. Da gibt es dann in den weiteren Teilen ein Schiff, das auf einmal verschwindet. Oder es gibt diverse Zeitsprünge und Beamzeug und was weiß ich nicht alles. Und Doppelgänger. Also im Prinzip sowas wie Buffy, nur mit Technik. Es klingt interessant. Und ich mag ja sowas auch. Also ich bin ja tatsächlich auch so ein Leser von Groschenromanen. Nicht mehr so regelmäßig wie früher, aber ich habe auch diesen Monat wieder so den einen oder anderen gelesen. Das könnte mir tatsächlich auch gefallen. Es ist wirklich nicht schlecht. Also gut, der fünfte Teil mit den Doppelgängern, da war jetzt wirklich, wirklich, wirklich dämlich. Also es war richtig dämlich. Aber es macht Spaß und es ist halt, wenn man das so ein bisschen liest als Bullshit-Bingo. Und ich habe nun mal meine ganze Jugend damit verbracht, mich mit solchen Blödsinn zu beschäftigen. Nicht in dem Sinne, dass ich jemals dran glaube oder geglaubt hätte oder dass es mir auch nur irgendwie wichtig wäre, ob es so ist oder nicht. Aber ich habe mich damit halt als Jugendliche sehr viel beschäftigt. Eben mit diesem ganzen Quatsch, Shangri-La und Ultima Thule und so weiter. Und Blavatsky und was es alles gibt. Und dadurch ich eben diesen Kontext habe und da wirklich gut auskenne, ist das für mich ein gelesenes Bullshit-Bingo. Aber es macht sehr viel Spaß, es eben in dem Kontext zu lesen. Und es ist wirklich stilistisch auch nicht allzu schlecht. Also es macht wirklich Spaß. Es sind ein paar schöne Schlagabtausche da drin zwischen den Charakteren. Kann man lesen, tut nicht weh. Wie gesagt, ich fange heute mit Band 6 an. 17 oder 18 Bände gibt's bis jetzt. Und ich bin mir nicht sicher, ob er schon fertig ist mit Schreiben. Das kannst du natürlich dadurch
alles nur so halb erzählt wird, ja, im Prinzip ins Unendliche ausdehnen. Also ich glaube, wenn er da 25 Bände draus macht, tut es auch keinem weh. Aber es ist eine schöne Zwischenliteratur, wenn man gerade nichts anderes vorhat. Ja, ich habe sowas immer gerne als Klo-Literatur. Ja, ja, genau, so das, in der Art. Genau, das finde ich immer schön. Ein so ein Buch ist dreimal kacken. Ja. Das ist auch, du sagst ja auch, du hast so diese ganzen Verschwörungsgeschichten früher gerne oder viel dich mit beschäftigt. Ich bin ja auch aufgewachsen zur Hochzeit von Akte X. Also ich habe auch mich stark damit beschäftigt. Das klingt tatsächlich interessant. Es macht wirklich Spaß. Und wie gesagt, mit 100 Seiten tut es halt nicht weh. Und auch hier wieder, wenn ihr Amazon Unlimited habt oder irgendwas in der Art, dann braucht ihr dafür nichts bezahlen. Ansonsten kosten die aber auf dem Kindle auch nicht viel. Ich glaube, pro Ausgabe 99 Cent. Also es ist wirklich Groschenroman. Aber es macht Spaß. Es macht wirklich Spaß. Ich muss sagen, wo wir bei Groschenromanen sind, was mir da tatsächlich in letzter Zeit Spaß macht, sind Western. Früher habe ich Western überhaupt nicht gemocht. Mittlerweile mag ich sie mehr und mehr. Und da gibt es ein paar schöne Sachen dabei. Also wirklich so für zwischendurch kann man sich da im Bastei-Verlag auch gerne mal was angucken. Es ist halt auch nicht viel Geld, das man ausgibt. Ja, eben. Das ist halt der Knackpunkt. Ich meine, wenn ich schon für 100... Ich habe auch schon für 100 Seiten 3, 4, 5 Euro ausgegeben. Und das hat mir mehr wehgetan, als wenn ich für 100 Seiten wirklich mal 1 Euro hinwerfe. Und dann habe ich halt eine halbe Stunde was zu lesen. Genau. Ja, dann sind wir für diesen Monat durch, oder? Ja, ich habe nichts mehr auf meiner Liste. Wie ist denn deine Bilanz? Also ich war diesen Monat echt unzufrieden. Ich habe diesen Monat echt zu viel Scheiße gelesen. Wenn ich mir den Stapel jetzt hier vor mir so angucke, war viel dabei, was eher mittelmäßig war. Es gab ein paar Highlights, wie halt der Mountain King, December Park. Wie gesagt, das Ende hat mir auch nicht so gefallen. Selbst gute Sachen wie Nancy A. Collins oder Longmire waren jetzt auch nicht so die Superknaller, die mich so umgehauen haben, waren unterhaltsam. Aber das meiste war doch eher mittelmäßig. Das war auch kein so toller Monat bei mir. Ja, okay. Dann hoffen wir mal, dass es nächsten Monat besser wird. Und ich würde sagen, liebe Hörerschaft, wir hören uns im nächsten Monat wieder mit dem Flo und sicherlich auch irgendwann dazwischen nochmal. Flo, es war wie immer wunderschön, dass du dabei warst. Es macht mir immer wirklich Spaß, mit dir über Bücher zu reden. Ja, das finde ich auch. Endlich mal jemand, mit dem man über Bücher reden kann, was man so liest, ohne komisch angeguckt zu werden. Naja, und wie gesagt, das ist, ich meine, was liest du so? Naja, da so die eine oder andere Vergewaltigung, da ein bisschen Massenmord, da ein bisschen Kannibalismus. Und hier ein bisschen Werwolf-Sex, ja. Man kann mit mir ja über vieles reden. Ja, das mache ich auch weiterhin gerne. Na dann, ich hoffe, wir hören uns im September wieder. Es war wie immer sehr schön. Liebe Hörerschaft, lasst es euch gut gehen. Und liebe Obermann, wie gesagt, dir nochmal ganz herzlichen Dank und schöne Grüße. Bis dahin, ciao. Tschüss. Das war Delateratur mit Flo. Ein Podcast aus dem Hause Delasaster Productions. Das Intro und Outro ist Eigentum von 2CT. Vielen Dank fürs Zuhören.